Kommen wir nun zum Firmware-Update für den BBSHD 52 Volt. Ich habe hier wieder ein kleines Setup aufgebaut. Einmal ein Device mit dem entsprechenden Programm, mit welchem wir die Firmware auf den Controller spielen können. Hierfür wird auch ein Programmierkabel benötigt, welches an den Hauptkabelbaum angeschlossen wird. Und ich werde das Ganze jetzt mal verbinden. Hauptkabelbaum an das System. Und jetzt ein ganz wichtiger Hinweis. Die Reihenfolge, wie man das Ganze durchführt, ist sehr entscheidend, dass das Ganze auch funktioniert. Also, als erstes stecken wir mal alles an, außer den Akku. Wir lassen den Akku abgesteckt. Wir haben nun den Hauptkabelbaum, dann das Programmierkabel, verbinden nun das Programmierkabel mit dem Hauptkabelbaum. So. Haben dieses schon am Laptop angeschlossen. Wichtig ist, bevor ihr das Programm startet, solltet oder müsst ihr das Programmierkabel schon am USB-Port angesteckt haben. Weil dann erkennt das Programm automatisch den richtigen USB-Port bzw. den richtigen COM-Port und dann hat ihr auch eine Verbindung zum System. Welche Werte hier eingestellt werden müssen und welche Firmware ihr hierfür verwendet, dies erfahrt ihr in unserem Online-Shop in der Download-Section. Wenn ihr ein Firmware-Update benötigt, erhaltet ihr dieses bei uns auf Anfrage, entweder telefonisch oder per E-Mail. Ich habe vorab schon laut unserer Anleitung die entsprechenden Werte im Programm eingegeben bzw. die richtigen Häkchen gesetzt oder rausgenommen, die Firmware-Datei in das Programm geladen und wir haben nun alles schon verbunden bis auf den Akku. Der Akku ist noch entfernt. Jetzt drücke ich zuerst im Programm auf Download Program und verbinde erst nachdem ich diesen Schritt gemacht habe das System mit dem Akku und schalte diesen auch an. Dann lädt das Programm schon und die Firmware wird auf den Controller gespielt. Sobald der Vorgang erfolgreich war, hört ihr einen Beep-Ton bzw. einen Ton am Computer oder auf dem entsprechenden Device und es steht auch hier Complete. Nun steht hier Complete und wir haben die richtige Firmware bzw. die neue Firmware, welche bis zu 59 Volt ausgelegt ist, auf den Controller des BBSHDs gespielt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt das ein oder andere Kommentar.